Ja, ich merke mehr und mehr, dass es zwei unterschiedliche Berufe sind. Es sind wirklich zwei unterschiedliche Berufsbezeichnungen. Es gibt ja tatsächlich Stars, die keine Schauspieler sind. Aber selbst auch, also selbst im Hollywood-System in den 30ern oder so, da waren die Stars eigentlich immer so, dass sie einen bestimmten Typus darstellen. Und der darf auch gar nicht so sehr verändert werden. Bis auf Leute halt wie jetzt Meryl Streep, die ein Star ist und gleichzeitig natürlich dafür geliebt wird, dass sie immer irgendwas vollkommen anderes macht. Also das ist vielleicht mittlerweile auch ein bisschen anders. Nee, ist auch ein Versuch, sich da vielleicht von freizuhalten. Natürlich könnte man da noch mehr reinbuttern und sagen, okay, ich verfolge genau das, was ein Star ausmacht, nämlich eben diese, ist ja eine Art von Ikone, die sich von der Person loslöst, notwendigerweise, und eine Projektionsfläche. Aber kann natürlich auch ein bewusster Zustand sein, immer wieder zu sagen, ich möchte auch irgendwie Schauspieler bleiben und auch, dass die Leute das wollen, dass ich Schauspieler bin und bleibe.